So, ihr Lieben, es ist wieder soweit. Teil 3 über das Buch von Landmann, Weltbilderschütterung. Und ist die deutsche Sprache wirklich die älteste Sprache der Welt? Und es geht mal wieder um das Thema Südamerika, Chilambalam, das heilige Buch, und viele andere Maya, Inka und Aztekenbegriffe. Bewusst habe ich sie gewählt, nicht nur, weil ich in Südamerika lebe, sondern weil es ja auch so unfassbar weit von dem europäischen Kontinent entfernt liegt und hat tatsächlich die südamerikanische, die mesoamerikanische Kultur ihren Ursprung bei Wotan. Jetzt geht's los. Ja, wir lesen weiter im Buch von Landmann. Ich habe mir jetzt mal die Seite 75 rausgesucht und gebe euch meinen Bildschirm frei. Das wird jetzt super spannend. So, wir lesen ab Seite 75 zusammen. Und hier steht, in den Chilambalam-Büchern, also den heiligen Büchern. Chilambalam haben wir geklärt. Hilam im Althochdeutschen heißt heilig. Und mit Balam sind die Bücher gemeint. Da wimmelt es nur so von Worten wie Oloman, Alman, gleich Alaman oder Almehenkot. Alumehenkot, also allmächtiger Gott. Doch dies wird nicht erkannt und man setzt uns das Märchen vor, die Mayas seien eine blutrünstige Opferkult gewesen. Ich kann euch bestätigen, über eine Maya-Priesterin aus Guatemala, die ich kenne, die wiederum mit einem der archäologischen Führer in Chichen Itza betraut und vertraut ist. Das ist auch die Kukulkan-Pyramide hinter uns. Dass es tatsächlich keine einzige Aufzeichnung gibt oder einen Hinweis, dass jemals blutrünstige Menschenopfer gemacht worden sind. Das ist ein Märchen für Touristen, ihr Lieben. Vielleicht hat es nach der Zerstörung der Kultur tatsächlich ein paar einzelne Fälle von Menschenopfern gegeben. Das mag mal dahingestellt sein, aber das hat mit der Hochkultur der alten Kirche, der alten Deutschen, nichts, aber auch gar nichts zu tun. Auch die Behauptung, die Chilambalam-Bücher seien prophetische Bücher, so sagt Landmann, ist nicht haltbar. In vielen Büchern über die Mythologie der Maya kann man eine Geschichte lesen, dass ein Held, ein einzelner Held, eine ganze Stadt erobert haben soll und dessen Name soll Atsikwinak gelautet haben. Nun, das sind die althochdeutschen Wörter Atsik, gleich 80 im modernen Deutsch und dem althochdeutschen Wikant, Wigand für den Krieger. Das Wort Wikinger kommt da auch her. Ja, der Mensch, ne? Es war also nicht ein einzelner Held, sondern was auch sehr wahrscheinlicher klingt, und logische 80 Krieger, die diese Stadt eroberten. Das klingt nicht nur viel glaubhafter, es ist auch eine sprachlich einwandfreie Übersetzung. Ohne Herumgebastele und ohne Fantasterei. So aber erfindet man Geschichten und Geschichte, auf die dann Weltbilder aufgebaut werden zum Schaden der Menschheit. Das wissen wir ja, ich habe ja viele Videos darüber gemacht und es gibt noch andere wunderbare Menschen, die tolle Aufklärungsarbeit leisten über die Geschichtsfälschung, denen wir heute unterliegen. Das ist ja wirklich schon hanebüchen. Dieses Atsikwinak taucht übrigens sowohl im Popol Vuh als auch in einigen Chilambalam-Büchern auf. Einige Maya-Stämme heißen Zeltla, Zeltal und Zoltal. Beides bedeutet die Alten. Und es ist der gleiche Name, der in Europa schon die Kelten hatten, die, wie die Etrusker, keineswegs ein geheimnisvolles Volk, sondern ein deutscher Stamm oder besser gesagt ein Sammelbegriff für alte oder für die alten Stämme waren. Hier noch einige Beispiele für falsche Übersetzungen aus der Maya-Sprache. Machen Sie sich bitte Ihr eigenes Urteil. Kam te ta. Es kam der Tag. Wird mit Hilfe übersetzt. Macha bilu to kin yol uinik. Wird mit nutzlos
das Ziel nicht erreichen übersetzt. Dies ist nicht falsch dem Sinn nach, aber wörtlich übersetzt ist wohl besser. Es handelt sich hierbei um das Althochdeutsche Macha filuto zingar uenak. Im modernen Deutsch viel machen doch gar wenig sein. Ja, interessant, ergibt ja den gleichen Sinn am Ende. Ne? Da gibt es ein Metternachtssymbol, ja, das ist ja einfach zu übersetzen, das deutsche Mitternachtshimmel. Ne? Und da gibt es Ta, Sibta, Sabbat-Ta, was der Tag, siebenter Tag, Sabbattag ist. Und es stimmt ja wohl auch, dass der siebente Tag der Sabbattag ist. Ursprünglich war auch tatsächlich der Sonntag, nur mal so nebenbei, in unserem Kalender, der erste Tag der Woche. Ehescheidung ist bei den Kisch Hastanza, also Haustanz. Das ist spannend. Das gefällt mir, der Haustanz. Man spürt förmlich, wie in diesen Ehen vor der Scheidung im Haus rumgetanzt wurde. Ehrgeizig wird mit Kawinan, dem althochdeutschen Kawinan, heute gewinnen übersetzt. Spannend, ja. Natürlich will jemand, der ehrgeizig ist, immer gewinnen. Taufen ist das althochdeutsche kaput chil. Kaput ist der Kopf. Und chihil, zihil müsste heilig sein, wenn ich es mal jetzt übersetze. Mal gucken, was er schreibt. Im Kiech kaput, zihil ebenso. Heutiges Deutsch, Kopf geheiligt, genau. Das Wort Tod wird im Wörterbuch mit A nun tot angegeben. A nun tot. Man spürt wieder den Ausruf des Mitgefühls des Trauernden, den die Mönche bei der Wörtersammlung aber nicht verstanden. Buße wird mit Tusuljolti Keban angegeben, was du sollst Geld, Bußgeld geben. Eine Unmenge von verschiedenen Schreibweisen und Bezeichnungen für das Wort Wochentage gibt es im Kiech, genauso wie im Althochdeutschen und genau dieselben. Tinketag, Pochetag, Sachetag, Werchetag, Poprehetag, Uocheta, Hicheta. Hier ist ein U ausgefallen aus dem Huicheta. Man sieht also sogar das althochdeutsche Tincheta, der Tingstag, ne, der Dienstag, dass es den nicht mehr gibt, das aber als ein urgermanisches Wort gilt. Geradezu typisch für altdeutsche Kultur und altdeutsches Wesen. Da gibt es Sätze wie Tiheli in Simil, althochdeutsch Tihelak in Himil, der Heilige im Himmel. Fragen Sie mich aber bitte nicht, mit welchem Unsinn das übersetzt wird. Hier noch eine kurze Wortliste. Ich weise aber darauf hin, dass ich nur die Wörter ausgewählt habe, die auch in Wörterbüchern in richtiger Übersetzung angegeben werden. Die vielen anderen Wörter und Redewendungen, die ebenfalls sehr gute althochdeutsche Wörter sind, aber deren Bedeutung nicht erkannt oder falsch übersetzt wird, lasse ich bewusst weg. Mir ist aber klar, und jeder Interessierte sollte es überprüfen, dass die Kiech-Sprache ihre Grammatiken und Wörterbücher völlig neu als gut erhaltene althochdeutsche Sprache, nämlich auf der Grundlage der erhaltenen Handschriften, die zu einer Zeit entstanden, als die Sprache noch nicht so sehr im Verfall war, überarbeitet und umgeschrieben werden müssen. Jeder, der sich diese Handschriften ansieht, sollte auch nicht vergessen, was ich über die Schreibweise bestimmter alter deutscher Buchstaben gesagt habe. Und natürlich muss man sich längere Zeit intensiv mit althochdeutscher Schrift bestätigen. Und der Sprache natürlich. Hier sind einige Beispiele, dass man das mal sieht. Ja, Ko, Katze, Katze, Katze. Hamizo, Mietz, Katze, Mietz, die Mieze. Ja, das passt. Und so haben wir unzählige Wörter. Da könnt ihr mal kurz dann entsprechend einfach auf Stopp drücken im Video und euch die Worte einzeln ansehen und vergleichen. Ich meine, hier, hallo, liebe Leute, Zuck, süße Sache, Zuck, Zucker, Zucker. Ja, also ist schon ziemlich eindeutig, was da drin steht. Ne? Hele, hier, Herr, hier, hier. Luck, schlucken. Sluckern, schlucken. Ich gehe mal weiter in der Liste. Das ist schon sehr spannend.
Die Frauen, das Weib wurde Uiba genannt. Bei uns Uib, Uiba. Das Weib. Kot mal überfüttern. Kuot mal gutes Mal, ausreichendes Mal. Wobei Kuot und Kot ja auch als Gott übersetzt wird. Also göttliches Mal könnte man es ja auch, glaube ich, wahrscheinlich übersetzen. Ja, es geht noch weiter. Ihr seht, die Listen, die er drin hat, das ist nur eine von vielen Listen, ist schon wirklich sehr beeindruckend. Dennoch werden Werke wie diese, die durchaus sinnvoll sind und auch Sinn machen und den sachlichen und logischen Menschenverstand ansprechen, natürlich von der herkömmlichen Wissenschaft abgetan. Hitz, Hitzekollaps, Hitzer. Sehr schön. Gefällt mir gut. Ah, hier geht's noch weiter. Ja. Das ist auch interessant hier. Um 1357 übersetzte ein gewisser Konrad von Megenberg ein altenglisches Buch und nannte seine Übersetzung die Deutsche Sphäre. Und in einem Buch mit dem Titel Altdeutsche Texte von Heinz Mettke aus dem Leipziger Verlag Bibliographisches Institut 1970 ist eine Abbildung und ein Textauszug aus der Mainauer Naturlehre, einem mittelalterlichen deutschen Buch. Und haargenau diese gleiche Abbildung mit der fast gleichen Beschriftung, nur das Wort Erde ist durch Luum ersetzt, findet sich gleich in zwei Chilambalam-Büchern der Maya wieder. Im Chilambalam de Ixil oder Ixil und im Chilambalam de Kaua. Leute, wie kommt das dahin? Kann das die Wissenschaft vielleicht endlich mal ernst nehmen? Im Letzteren sind auch kurze Textteile aus Megenbergs Sphäre und ähnliche Abbildungen wie in der Sphäre. Ich muss dazu erwähnen, dass es sich bei der Sphäre um ein Buch über Astronomie handelt. Das sind da wohl mehr als eindeutige Hinweise, dass es Verbindungen gibt. Und die identischen Abbildungen in der Mainauer Naturlehre und in den Chilambalam, de Ixchil bzw. de Kaua, stellen die Planeten mit ihren Bahnen und weiteren astronomischen Angaben dar. Wie kommen also althochdeutsche bzw. altenglische Buchtexte und Buchabbildungen in Maya-Bücher? Oder wie kommen Abbildungen aus Maya-Büchern in alte deutsche Bücher aus dem 11. und 12. Jahrhundert? So oder so rum. Die katholischen Mönche mit spanischer Muttersprache oder die des Lesens unkundigen Konquistadoren dürften solche Bücher über Astronomie sicherlich kaum bei sich gehabt haben, schon gar nicht in althochdeutscher oder mittelhochdeutscher Sprache. Nun, die Kich schrieben ihre Bücher in Kich, das heißt im Althochdeutschen. Und die alten Deutschen schrieben ihre Bücher auch im Althochdeutschen. Na Leute, dass es sich dabei noch um uraltes astronomisches Wissen handelt und um gleiche Abbildungen des astronomischen Sachverhalts unterstreicht, nur noch die weitere oder die weltweite Verbreitung von Wissen, Sprachen und Kultur des alten Deutschen oder der alten deutschen Stämme Wotans, der ja der Hauptgott der Azteken ist. Fassen wir also nochmal kurz zusammen. Der älteste Name Mexiko, das ist auch interessant, war Zacatlan, also Sachsenland. Und Dutzende Namen mit Zusammensetzungen des Wortes Sachsen gibt es heute noch in Mexiko. Die Mythologie sagt, die Vorfahren der Indios seien aus dem Land des Nebels und der Regenwolken im Nordosten über dem Meer gekommen. Wo nun mal Deutschland, wo Schwaben liegt, und diese Urheimat hieß Tulansuiva, das alte Land Schwaben. Ah, das schreibt er auch hier, genau, das wollte ich nochmal kurz ansonsten erwähnen. Die Schwaben wohnten aber damals nicht nur in Deutschland, sondern bis nach Sibirien. Also damit meint jetzt nicht nur das heutige Baden-Württemberg. Die Finnen, also die nennen sich ja Suomi oder Suobi, sind auch ehemalige Schwaben, sagt Landmann.
und wohnten tatsächlich am Mare Suaborum, dem Schwäbischen Meer. So hieß einmal die Ostsee. Nur so nebenbei, die Nordsee hieß einmal früher Kronisches Meer, nach Kronos. Na, da hat Kronos seinen Ursprung und nicht im Mittelmeer. Dieses Land des Nebels und der Regenwolken wurde auch Tl-Ilan, Tl-Apalan, das alte Apandland genannt. In Guatemala gibt es heute noch die Atitlansee, was Tiatlansee, Deutschlandsee heißt, und eine Ruinenstadt, die Yaxchilan oder Yaxchilan, was Diaxchilan, Diaxchilan, Diuscalan, also ebenfalls Deutschland heißt. Der heutige Name Mexikos ist im Althochdeutschen Mexico, also mächtig oder Mexicot, mächtiger Gott. Dieser mächtige Gott ist den Götternamen Tlaloc, Althochdeutsch Tealtkot, der Altgott. Ein fester Begriff, der in jedem Wörterbuch zu finden ist, aber auch in Quetzalcoatl, allwissender Gott. Quetzalcoatl, wir kennen das deutsche Wort für Wissen, ist auch Quiz. Okay, Quetz, Quiz, All und Coatl, also der allwissende Gott. Ganz einfach. Das ist schwer auszusprechen. Huitzilopochtli, weißer oder wissender, allmächtiger. In Tezcatlipoca, Althochdeutsch Tecatli Wotan, der göttliche Wotan zu finden. Das Wort für Sintflut wird im Nahuatl-Wörterbuch mit Omehivatl, Althochdeutsch Olmehivasir, Almativasir, allmächtiges Wasser, angegeben. Abbildungen in Maya-Büchern und alten deutschen Büchern und alten angelsächsischen Büchern, Büchern von den Angeln und Sachsen Wotans, stimmen überein. Die Mythologie erzählt auch, dass Wotan Schrift, Kalender und sonstige Kultur brachte, bevor er nach Peru weiterfuhr und seine Mixe Socke. Den vermischten Sachsen, nämlich vermischt mit Angeln und die Juten und Alamannen und Thüringer. Die Urvorfahren waren bei den Mayas Huracan, althochdeutsch der Urahn. Bei den Azteken die Apantoi, die deutschen Opas. Und die Stämme der Tlalamanki, der Alamannen, und der Olmeca, Victolinga. Victolinga ist auch einfach abzuleiten, der Stolze oder Beistolze, einem schweizerischen Linguisten auch Victoringa genannt. Victoria, der Sieg, der Thüringer. Also die Victoringa, die allmächtigen kriegerischen Thüringer. Aus den von mir angeführten Sprachbeispielen und Wortlisten der Maya- und Nahuatl-Sprachen, aber auch anderen mittelamerikanischen Sprachen und Dialekten, die ich hier nicht aufführe, sehen wir, dass die Sprachen Gutes Althochdeutsch sind. Das Popul Vuh, der Kiech, und das Memorial de Tecpan Atitlan, letzteres auch als Te Annals of the Cachiquel von Daniel Brinton herausgegeben, allerdings nicht im vollständigen Umfang, sind in einem gut erhaltenen Althochdeutsch geschrieben, was bisher noch kein Mensch außer mir bemerkt hat. Daher existieren davon auch haarsträubende, unsinnige Übersetzungen, die alle reinen Blödsinn sind. Okay, so lernt man, ne? Stellen Sie sich vor, jemand übersetzt einen deutschen Text, den er für einen französischen hält. Nur weil ein paar Worte, wie etwa Information oder Nation, die gleiche Wortgestalt haben. Aus dem angeblich Französisch ins Spanische. Dabei kann eben nur totaler Unsinn herauskommen. Als Beispiel möchte ich eine Anmerkung des Brasseur de Bourbon zu seiner Herausgabe des Popul Vuh ausführen. Er schreibt, dass die Missionare, die den Quichmayas das Evangelium predigten, für Jesus Christus, Dios Gahola Gxell, für Gott Dios Kahauya Gxell und für Heiliger Geist Dios Uxlabi Gxell verwendeten. Man verwendet also neben dem spanischen Wort für Gott Dios
was ja auch nur das althochdeutsche Wort Diod, Volk, Deutsch bedeutet, das althochdeutsche Wort Xell, die Seele. Und die Redewendungen Dios gehab selig für Gott, Dios geheiligte Seele, beziehungsweise von Dias geholte Seele. Beide Übersetzungen sind hier möglich. Für Jesus Christus und Dios auslaufende Seele für Heiliger Geist. Ist es da ein Wunder, dass bei solch haarsträubenden Übersetzungen und derartigen Vergewaltigung ihrer Muttersprache, den Indios der Quiche, der gemeinte Sinn des Evangeliums und des Christentums gar nicht verständlich werden konnte und sie mitunter alle alten und neuen religiösen Bräuche durcheinanderworfen und dies bis heute tun. In der heutigen Jukatekischen, das ist auch ein interessanter Absatz, bezeichnet man Jesus Christus dagegen richtiger mit Kalohil, was aus dem althochdeutschen Wort Arlokil, Arloshil, der heilige Erlöser, durch Versetzen des Buchstabens C vom Wortende an den Wortanfang und durch Verwandlung von R in H entstanden ist. Hier einige Textproben und Wörter aus dem Popol Vuh, um das fast reine Althochdeutsch dieses Buches zu zeigen. Zu beachten ist, dass der Q-U-Laut im Althochdeutschen vorwiegend als W gesprochen wurde, aber auch als K-Laut. Der X-Laut steht im Kiech und in anderen Maya-Dialekten sowohl für S, Sch und Ch-Laut, K-Laut. Und das ist für mich immer ein interessantes Thema. Jesus, Gott, Christentum und andere Glaubensrichtungen, da die Ursprünge immer so ein bisschen zu erforschen. Es gibt ja auch Hinweise darauf, dass Jesus sich selbst niemals Jesus genannt hat, sondern dass er einen ganz anderen Namen trug und das bewusst abgeändert wurde. Das nur so nebenbei. Ne? Und warum man Jesus genommen hat, beantwortet Landmann in seinem Buch. Das fand ich sehr interessant. Aber lesen wir selbst. Bleiben wir zunächst beim Wort Gott, das im Popol Vuh als Gut, althochdeutsch Gott, erscheint und das am meisten vorkommende Wort im Popol Vuh ist. Fast jede wörtliche Rede endet hier mit Gschega Kut, also sagte Gott. Oder Gschega Ki Quib, Sega Vi Quib, sagte das heilige Weib. Da wird vom Chila Kut und vom Kut Chila, dem heiligen Gott, vom Kut Gschel, Gschel wissen wir ja, ist jetzt die Seele, und Kut müsste Gott sein, schauen wir mal. Und vom Gschel Gut, seliger Gott, genau. Vom Ki Kut und vom Kut Ki, dem heiligen Gott, das Wort Qui, wie, weihe, heilig, wie in Weihnachten oder Heilige Nacht. Und vom Kate Kut, Kuate Kot, guter Gott, geschrieben, und dass dieser Gott und das Weib flog, gleich flogen. Wir finden also alle Attribute, die wir in der deutschen Sprache vorwiegend Gott zuordnen, in guten althochdeutschen Wörtern wieder, nämlich heilig, selig, gut. Daneben fallen vor allem die Namen deutscher Stämme ins Auge, denn neben Kich Winak und Saki Winak bzw. Sakui Winak, deutscher Mensch und sächsischer Mensch, wird vor allem von Amak Dam, Amak Kish, Amak Saki gesprochen. Das Wort Amak, althochdeutsch Diamak, die Masse, hat die Bedeutung Stamm, im Kiech angenommen. Man spricht also vom Stamm der Dänen, dem Volk des Dan, genau, das ist ja bekannt, Stamm der Deutschen, Stamm der Sachsen. Sehr oft erscheint im Text auch Sakirik, althochdeutsch Rik, das Reich, das Sachsenreich, Sakirik. Einmal wird von Sakirik Hila Mexiko gesprochen. Das heilige Sachsenreich Mexiko. Das ist schon schräg. Ja, da muss man schon einen sehr offenen Geist haben für das alles. Ne? Schon Brasseur de Bourbon und Ordonez y Aguilar schrieben, dass der älteste Name Mexikos bei den Azteken Zacatlán, also Sachsenland, war. Ihr Lieben, wir erleben noch den Absatz.
andere interessante Textproben aus dem Popol Vuh, von dem ich hoffe, bald eine richtige Übersetzung herausbringen zu können. Leider wird es schwer sein, einen Verlag dafür zu finden, weil es viele Pseudo-Übersetzungen ohne richtigen Sinn gibt, der keinen Menschen interessiert. Wie sollte er auch? Sodass die von falschen, unfähigen Wissenschaftlern beratenden Verleger glauben, dass eine neue, richtige Übersetzung sich nicht verkaufen ließe. Wenn die Herren wüssten, was wirklich im Popol Vuh steht, beachten Sie bitte, dass es in der altdeutschen Schrift einen Buchstaben D gab, der einem geschriebenen V sehr ähnlich war, der nur einen etwas höher gezogenen Haken hatte, sodass die bisherigen Bearbeiter der Texte statt einem D gelegentlich ein V lesen und übertragen haben. Gleiches gilt für R und C und für S und B, da das althochdeutsche sogenannte runde S wie ein B aussieht. Er schreibt ja auch, dass in der heutigen Zeit ja gar nicht mehr die Originaltexte gelesen und interpretiert werden, sondern dass sie digitalisiert werden und dann immer wieder neu interpretiert werden aus der Digitalisierung heraus. Aber die Digitalisierung, die dann für alles genommen wird, ist ja bereits falsch übersetzt aufgrund dieser Buchstabenverdrehungen. Das heißt, es kann eigentlich ja nur falsch übersetzt werden. Er übersetzt auch später aus dem Althochdeutschen Begriffe wie Jesus, Bethlehem und viele andere. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Zudem, ihr wisst, es gibt ja in Deutschland, ich glaube bei Pfullendorf, auch einen Stadtteil, der heißt tatsächlich auch hier Bethlehem. Hem ist immer das Heim. Und wenn ihr mal seht, wo heute überall, glaube ich, im Frankenland ist es, im Fränkischen immer noch, dass viele Ortschaften das Wort Heim am Ende tragen, sprechen Sie aber es nicht so aus. Sie sprechen Heim als Hem, okay, in Ihrem Dialekt. Und genauso steht es auch bei Bethlehem. Hem heißt Heim. Und Bethlehem ist der Ort, an dem man betet. Ganz einfach. Oder das Heim, an dem man betet. Spannend, ne? Und so hat er viele andere Sachen übersetzt. Das ist sehr spannend. Hier sehen wir noch Beispiele, die er aufgeführt hat. Auch richtige Satzkombinationen. Es ist ja nicht nur so, dass es jetzt ein paar Wörter gibt, die zufällig ähnlich sind oder man von Lehnwörtern sprechen könnte, sondern hier ist es wirklich so, dass ganze Wortverbindungen, ja, ganze Sätze hier von ihm übersetzt werden, die tatsächlich genau den Sinn dahinter haben, für die sie geschrieben worden sind. Also ein hundertprozentiger Treffer. Es ist ja nicht so, dass die Übersetzung im Althochdeutschen jetzt was völlig anderes als Sinn ergeben würde, sondern hier fügen sich tatsächlich Puzzleteile zusammen, statt sich gegenseitig zu widersprechen. Und das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Ja, ihr Lieben, an dieser Stelle soll es für heute gewesen sein. Ich lese natürlich weiter, habe auch schon ein Stück weiter gelesen. Es kommen noch sehr, sehr, sehr spannende Passagen, über die wir sprechen können, die wir einfach mal lesen, weil ich denke, wir sollten Landmann hier auch wirklich etwas Ehre zuteil werden lassen. Dieser arme Mann ist vor wenigen Jahren verstorben und konnte seine Arbeit nicht vollenden. Ich glaube, jetzt ist die richtige Zeit, in der dieses Wissen offenbart wird. Und dieser gute Mann war seiner Zeit wahrscheinlich leider etwas voraus, einfach nur. Ich wünsche euch alles Gute und eine segensreiche Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüsschen.